Herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play von Train Simulator 2014. Endlich mal wieder Train Simulator. Wir sind hier mit der Baureihe 218 zu 18, genannt unterwegs. Mit den N-Wagen und hinten dran der Karlsruher Steuerwagen. Hier schöne Werbung von Virtual Railroads. Danke, Virtual Railroads, das brauchte ich eigentlich nicht. So, schauen wir mal. Erstmal machen wir hier wunderschön die PZB an und die SEVA. Und hier sieht man gerade einen ungarischen ES64U4 in der Schweiz fahren. Gibt's auch nur bei mir. Mit DB Railien. Also das gibt es nur bei mir. Ja, egal. Jedenfalls fahren wir heute einen Regionalexpress nach Lindau von Rorschach aus über St. Margrethen und Bregenz. Natürlich auch mit Zwischenbahnhöfen, also mit Zwischenbahnhöfen, mit Zwischenhalten. Denn wir sind ja ein Regionalexpress. Hier kommt gerade eine ES64U4 von der ÖBB mit Gütern ein. Und hier steht gerade der Railjet. Gerade eingefahren. Mit Eurofima-Wagen. Ja, ich hab mir mal wieder Mühe gegeben, hier ein kleines Let's Play-Szenario zu erstellen. Und um 9.18 Uhr, das heißt in einer Minute geht's los, dann fahren wir ab von Rorschach aus in die andere Richtung nach Lindau. Wir sind ja schon mal nach Feldkirchen in einer Episode gefahren. Jetzt geht es in die entgegengesetzte Richtung über Bregenz nach Lindau. Ihr kennt die Strecke Bregenz-Lindau, habt ihr schon mal gesehen auf der, ja, auf den anderen Let's Play von Train Simulator, das vorherige mit der 111. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich das genannt habe. Jetzt fahren wir halt nochmal die Nebenbahn. Ich eigentlich relativ schön finde. Also Rorschach-Lindau oder Rorschach-Feldkirch St. Anton finde ich richtig toll. Ich finde insgesamt das gesamte Dreiländereck, da kann man richtig schöne Szenarios oder Szenarien, wie man es sagen will, machen. Und wir fahren jetzt gleich ab. Jawohl, Abfahrtsgriff. Geben wir mal Gas hier auf die Kiste. Ein bisschen mehr, weil sonst kommt das Ding nicht weg. Ich bin das Szenario natürlich schon mal davor gefahren, bevor ich aufgenommen habe. Und ich kam dann nicht weg mit dem sechsten Gang. Also mit dem sechsten Fahrstuhl. Sechsten Gang, sag ich. Wir haben hier in der 218 leider kein Zusicherungssystem der Schweizer eingebaut, also kein ZUG. Schweizer fahren ja wie gewöhnlich links. Oh, sind ein bisschen zu schnell unterwegs. Achso, okay, ich muss mich verbessern, das heißt nicht ZUB, das habe ich immer falsch verstanden. Das heißt ZUB, also ZUB. Das haben wir leider nicht eingebaut in der 218er.
Es gibt ja eine 218er DDB oder mehrere 218er DDB, die in die Schweiz fahren dürfen. Ich weiß gar nicht, ob die dann einen Zug eingebaut haben oder nicht. Mit Schweiz habe ich eigentlich kaum was an Hut, auch wenn es eigentlich ein schönes Eisenbahnerland ist. Habe ich mich nie richtig dafür interessiert. Aber die Albulabahn, die bin ich ja schon mal in Let's Play gefahren. Fand die ja richtig schön. Ist auch eine super schöne Strecke, auch wenn es eine Schmalspurbahn ist. Es ist eine super schöne Strecke. Da kann man auch mit normalen Zügen fahren, auch wenn es eigentlich Schmalspur ist. Ja, die Ziffer bestätigt man hier mit der Taste Leer. Also mit der Leertaste. Ich hier ein bisschen verarschen lassen. Was mich nervt am Dreiländereck, jedenfalls ist beim Besuch, wenn ich aufnehme, ist es so manchmal, dass die FPS zusammenstürzen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Jedenfalls, wenn ich ganz normal fahre, passiert das nicht. Also ohne Aufnahme. Habe ich sogar so um die 40 FPS und hier, wenn ich jetzt aufnehme, habe ich nur 18. Komisch. So, jetzt erst 19, also es geht auf 20 drauf, aber trotzdem. Die volle FPS, die ich normalerweise habe, die erreiche ich hier nicht während der Aufnahme. Also traurig. So, nächster Halt ist Start, Ausstieg in Fahrtrichtung. Wer hat's geglaubt? Links. Ja, es könnte einen Arbeitsspeicher liegen. Ich muss den Arbeitsspeicher mal ein bisschen aufrüsten. Zu wenig für TS. CS zieht total viel und dann auch noch die Hintergrundprogramme, die ja trotzdem laufen, zum Beispiel Crabs. Und das ist der Arbeitsspeicher. Müsst ihr mir jetzt halt auch nicht in die Kommentare schreiben, ich weiß, dass es der Arbeitsspeicher ist. Manche sagen ja zu mir, ey Junge, warum nimmst du nicht die ER20, sondern fährst immer noch mit der alten 218er rum. Ich finde die alte 218er einfach schön. Die ER20, das gebe ich zu, ihr gebürtiger Nachfolger. Aber es ist halt so, sie hat halt auch um die 600 Kilowatt mehr. Also sie hat 2000 Kilowatt auf dem Kasten. Und die 218 nur 1400. Aber trotzdem finde ich die 218 trotzdem noch schön, auch weil sie in meiner Gegend gefahren ist. Jetzt seltenst noch fährt, aber ist aber eine schöne Lok. Schauen wir mal, die Türen zugehen. Der Weltjet kommt uns gegen, aber nein, er fährt nicht uns entgegen. Der fährt nicht auf uns drauf, keine Panik. Der fährt nämlich auf den Gegengleis, der hat Gegengleisfahrt. Da er ein bisschen zu spät gekommen ist hier im Szenario. In Realität passiert das selten. Aber kann halt auch mal passieren, kann auch mal der ÖBB passieren. Gar nicht, ob es überhaupt in der Schweiz müsste es eigentlich schon. Ich weiß es gar nicht, ob es das so gehandhabt ist, ob es da eine Gegengleisanzeige gibt. Jedenfalls bei uns in Deutschland gibt es einen, das nennt man ZS6. Das ist ein Querstrich und dann ein diagonaler Strich von unten links nach oben rechts. Dann nochmal so ein Querstrich, so ein kleiner. Also so eine Art Füßchen, dann diagonaler Strich und dann ein Füßchen. Das ZS6 braucht man, um auf Gegengleis zu fahren, also in Deutschland.
ich sag's jetzt mal so voraus, wir hatten in der Schweiz jetzt halt fast überall, wir haben gesagt, überall bis St. Margarethen. Dann kommt kein Bahnhof mehr von der Schweiz, dann geht's schon nach Österreich rein. Unser nächster Halt ist der Rheineck-Ausstieg. Wer hat's geglaubt? Jedenfalls nicht uns. Oder bei St. Marien. Also ist einfach nur eine gute Strecke. Ich empfehle sie euch, jeder, der den Train Simulator hat. Vielleicht habt ihr sie ja alle schon. Ja, mein Zug hat als Regionalzug eine kleine Überlänge, deswegen fahre ich ein bisschen aus der 1 heraus. Also von der 1 hinaus. Da ich nicht 3 Wagen, sondern 4 Wagen habe, wenn man das nochmal sehen will, hier der Karlsruher Steuerwagen, zweite Klasse, dann kommt noch ein zweite Klasse Abteil, dann noch eins und dann kommt erst das zweite, erste, zweite Klasse. Warte, ja, so passt die Kameraansicht. Und deswegen hat er sozusagen kleine Überlänge, weil normalerweise fahren Regionalzüge in dieser Art normalerweise nur mit 3 Wagen, aber es ist ein Express, ne? Da geht er schon mal. Bahn würde das zwar nicht mehr machen, weil es einfach nur Verschwendung von N-Wagen wäre, aber ich mag das halt noch. Deswegen kommen die N-Wagen, soweit ich weiß, auch irgendwann mal weg. Schade eigentlich, die haben schön Komfort geboten. Und wenn es mal eng wurde, dann hatte man immer noch einen breiten Gang, um sich hinzustellen. Nur die Türen, die waren ein bisschen scheiße aufzukriegen, muss ich zugeben, aber sonst waren die eigentlich richtig schön. So, gleich mal Abfahrt hier. Dann kommen wir an St. Margarethen. Das ist dann unser letzter Schweizer Halt. Schweiz und Österreich, oh Gott, wie komme ich jetzt da drauf? Auf der Grenze zu Tschechien und Österreich, Passau. Lach. Mein Gott, wie komme ich jetzt aus Schweiz und Österreich? Tut mir leid. Passau an der Grenze zu Österreich und Tschechien, so meine ich den Blödsinn hier, den ich gerade formuliere. Hab ich auch mal vor, Züge zu füllen. Wir sind hier an der Grenze von Schweiz und Österreich, das ist Lindau. Das habe ich jetzt total verwechselt. Ach, Lindau. Lindau habe ich noch keine Verzögerung gefilmt. Weil ich da blöderweise meine Kamera vergessen habe, als ich da war.
War ich durch Zufall da? Nein, Quatsch. Ich habe das gewusst und dann habe ich blöderweise meine Kamera vergessen und deswegen konnte ich keine Züge in Lindau filmen. Ja, so blöd ist das gekommen. Und jetzt verwechsel ich Pixar mit Lindau. Schweiz setzt sich einfach mal um einzwischen. Tschechien ist jetzt da, wo die Schweiz ist, und Schweiz ist da, jetzt wo Tschechien ist. Ende. Ach, Quatsch. War einfach ein Fehler von mir, Fehler können passieren. Ich sage eigentlich nur St. Margrethen in der Schweiz, nicht in Tschechien, nur so zur Info. Das ist so ein Fehler, worüber man lachen kann. Ganz ehrlich, darüber würde ich dann nach der Aufnahme auch lachen. Wenn ich mir das dann nochmal anhöre, wenn ich kurz vorm Rendern bin, höre ich mir das nochmal an und dann denke ich nur, oh mein Gott, Tom, was hast du da für eine Scheiße gelabert? Lass dich selbst aus. Vorfahren wir jetzt denn nicht, da wir ja kein Schnellzug oder dergleichen sind, sondern einfach nur ein Regionalexpress. Naja, okay. Das Außenfenster schon bringt auch noch nichts. Weil wir haben hier nämlich einen Aufenthalt von 2 Minuten. So, jetzt schauen wir mal aus dem Fenster, ob wir schon fahren gehen. Ajo. Abfahrt. Auf geht's Richtung Österreich, Bregenz. Lindau.
Passau ist ja auch das Dreiflusseck und deswegen ist es da schon einmal wert, dahin zu fahren. Grenze zu Österreich. Für Leute, die Eismann Extreme virtuell heißen, hier Grenzende. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas Schlimmes getan habe, um nicht nach Österreich zu fahren dürfen. Zu fahren zu dürfen, nicht zu fahren dürfen. So, unser nächster Halt ist Lustenau. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Rechts könnte man auch aussteigen, wird aber ziemlich tief. Bisher sind wir ja noch im Fahrplan, ne? Können wir uns Zeit lassen mit dem Bremsen. So, einmal Lustenau bitte. Halt, falsch. Abfahrt. Und es geht wieder weiter. Richtung Lindau. Unser nächster Halt ist der Bregenz. Ein wunderschöner Bahnhof mit nur 4 Gleisen. Nur 5.
Leute, es ist richtig kalt. Ihr auch mal in die Kommentare schreiben, jetzt wie ihr insgesamt diese Strecke findet. Ob ihr sie überhaupt gar nicht mehr auf meinem Let's Play sehen könnt. Gleisbad, glaube ich, des Bregenz. Wir erreichen jetzt Bregenz Ausstieg in Fahrtrichtung. Wer hätte geglaubt, links irgendwie ist heute das Ausstieg in Fahrtrichtung links Szenario gestartet worden. Irgendwie auch das Ruckel-Szenario, der irgendwie Ruckel setzt. Das hätte ich noch nie im Bregenz. Das ist ja ganz neu. Scheiß TS. Scheiß TS! Verdammtes Ding.
Das passiert mir jetzt das erste Mal. Was gerade war. Ja, ja, das ist eine. Das ist eine Engine, die ist richtig fehleranfällig. Also das Spiel ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Hier haben wir einen Halt von 5 Minuten. Ich werde diesen Halt überspringen.